Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Beauty Panel. Mit kräftigen, schönen Locken ist nicht jeder von Natur aus gesegnet. Nachhelfen kann man hierbei immer mit einem Lockenstab, aber kann man auch mit einem Glätteisen, welches wahrscheinlich viel öfter verwendet wird, schöne Locken zaubern. Wir haben drei verschiedene Modelle miteinander verglichen, die allesamt diesen Zauber wahr werden lassen. Wir haben für euch wie immer das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Reinschauen lohnt sich also. Natürlich kommt es auf bestimmte Dinge an, die ein Glätteisen die nötige Funktion gibt, Locken zu zaubern. Am besten gelingen die begehrten Kurven mit Haarglättern, die selbst gekurvt sind. Also einerseits sollten die Halsplatten abgerundete Kanten haben und andererseits ist ein rundes oder ovales Gehäuse hilfreich. Darauf allein sollte man aber natürlich nicht nur achten. Die Ansprüche an ein gutes Glätteisen dürfen ruhig etwas höher sein, denn immerhin geht es um die eigenen Haare und kaputte Haare brauchen bekanntlich schmerzhaft lange, um wieder in entsprechender Länge nachzuwachsen. Wie bei jedem Glätteisen zahlt es sich deshalb aus, auch bei einem Glätteisen für Locken auf ein paar wichtige Basics Wert zu legen. Das Heizelement ist das Herzstück des Glätteisens. Es steuert die Hitze und sorgt dadurch entweder für schöne Kurven oder aber für ausgetrocknete, kaputte Haare, weil stark schwankende Temperaturen und eine schlechte Verteilung der Wärme auf den Heizplatten zu hässlichen Ergebnissen führen. Das verleitet dazu, die Temperaturen unnötig nach oben zu schrauben, was wiederum die Haare schneller schädigt. Deswegen sind immer die Temperaturen und die Wärmeverteilung wichtig zu beachten. Die Glätteisentemperaturen müssen zum eigenen Haartyp passen. Dünne und strapazierte Haare vertragen weniger Hitze als dicke und gesunde Haare. Im Idealfall bietet ein Glätteisen ein gutes Temperaturspektrum von relativ gemäßigten Temperaturen bis hin zu heißen 200 Grad. Die Heizplatten sind jener Teil des Glätteisens, mit dem die Haare unmittelbar in Kontakt kommen. Beim Stylen werden die Haare nicht nur durch Hitze beansprucht, sondern auch mechanisch. Beim Glätteisen ist das noch mehr der Fall als beim Lockenstab, denn die Haarsträhne werden zwischen zwei Platten durchgezogen. Durch eine glatte Beschichtung und einen gleichmäßigen Druck auf die Haare in Form flexibler, gelagerten, exakt schließender Heizplatten lässt sich die mechanische Belastung der Haare reduzieren. Wir haben nun drei verschiedene Modelle herausgesucht, die nicht nur empfehlenswert sind, sondern auch noch einen angemessenen Preis zum Zeitpunkt unserer Recherche hat. Schaut daher in die Infobox, um zu den Angeboten zu gelangen. Ein sehr gutes Profi-Glätteisen mit passiv beheiztem Gehäuse ist das Babyliss Pro Glätteisen Ellipsis 3000. Es formt mit seinen 3,1 x 11 cm großen, flexiblen, spiegelglatten Stylingplatten schöne, sanfte, große Wellen und Locken. Das Profi-Glätteisen von Babyliss bietet Temperaturen für alle Haartypen. Wie hoch die Temperatur ist, kann man mit einem LED-Licht erkennen, da sich die Stufen 150 Grad, 170 Grad, 190 Grad, 210 Grad und 230 Grad einstellen lassen. Außerdem zeichnet es sich durch sein Keramik-Heizelement aus, wodurch rasches Aufheizen garantiert ist. Mitgeliefert wird noch eine Hitzeschutzmatte aus Silikon und Fingerschutzhandschuhe, damit die Gefahr, sich oder etwas zu verbrennen, so niedrig gehalten werden kann wie nur möglich. Ein Glätteisen für große Wellen ist das der Marke Remington. Das S55205 Glätteisen ist perfekt für sanfte große Wellen. Es hat 45 mm breite keramikbeschichtete Stylingplatten, von denen eine flexibel gelagert ist und die präzise schließen. Weil die Platten 11 cm lang sind, eignen sie sich bestens auch für breite Strähnen. Die Wärmeverteilung des Remington ist gut und die gewählte Temperatur bleibt nach dem Aufheizen konstant. Mit einem Temperaturspektrum von 150 Grad bis 230 Grad ist das Glätteisen für alle Haartypen geeignet. Ein digitales Display mit 10 Temperatureinstellungen und Temperatur-Boost-Funktion ermöglicht eine schnelle Einstellung der Höchsttemperatur und eine Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur. Nach 60 Minuten aktiviert sich die automatische Sicherheitsabschaltung. Das letzte Produkt ist das Braun Satin Hair 7. Dies kann neben dem Glätten auch schöne Beachwaves zaubern. Über das Display kann man angeben, wie lang die Haare sind, wie dick und ob sie koloriert sind. Anschließend kann man dieses Haarprofil benutzen,
und nach Bedarf auch noch weitere Profile festlegen für den Fall, dass das Gerät mit jemandem geteilt wird. Nach diesen Angaben soll das Gerät dann die passende Temperatur, dabei hat es eine Temperaturspanne von 120 bis 200 Grad, wählen und ein Feedback geben, ob die Feuchtigkeit des Haares stimmt und man das Glätteisen im richtigen Tempo über die Haare hat gleiten lassen. Per Smiley-Bewertung bekommt man dann nach jeder Strähne ein Feedback. Die Aufheizzeit liegt hier bei 30 Sekunden und auch dieses hat eine Abschaltautomatik. Zusammengefasst haben wir hier drei Modelle, die ihre eigenen Vorzüge mitbringen, aber alles in allem schöne und langanhaltende Locken zaubern können. Wie immer, wir würden uns sehr über ein Like und ein Abo freuen. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit einem dieser Glätteisen gesammelt habt, lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen und ob man mit diesen auch schöne Locken zaubern kann. Auf Wiedersehen und bis bald auf Beauty Panel.